It's your boy! Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen CSGO Top 10 Video. Die Waffe, um die es heute geht, ist folgende. Richtig, es geht um die M4A1S. Die ganze Sache ist natürlich wieder eben verbunden mit unserem Partner Skinny Baroni. Wenn ihr Skins kaufen oder verkaufen wollt, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig, ja, auf der Geschichte. Mein Partnerlink zu dieser Seite ist in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Wenn ihr euch darüber anmeldet oder mit meinem Code, den ihr eben gesehen habt, dann weiß die Seite, dass ihr von mir kommt und ich werde ein bisschen am Gewinn beteiligt. Für euch ist es nicht teurer, aber auch nicht günstiger. Ihr sagt halt der Seite nur, hey, ich bin vom Bubbler gekommen. Und dann freuen sie sich und stellen uns sicherlich irgendwann noch krassere Sachen zur Verfügung für die Giveaways. Also von daher, zack! Heute Abend ist noch wieder Livestream. Ab 22 Uhr findet er wieder statt mit Counter-Strike und Co. Wir werden noch wieder interne Spiele machen, also 5 gegen 5. Aber natürlich am Anfang auch wie immer ein High- und ein Low-Game. Aber jetzt legen wir mal los. So, Platz Nummer 10. Da liegt bei mir die M4A1S Flashback Make Love Not War. Ihr kennt sie, denke ich, alle mittlerweile, oder? Die ist schon so ein bisschen beliebt. Übrigens waren die ersten 4 Plätze für mich ziemlich klar, aber danach war es schwierig, weil alle Skins dann trotzdem geil sind, aber ich sie irgendwie anordnen muss. Und darum ist es auch gerade hier natürlich sehr interessant, wie bei euch die ganze Geschichte aussieht. Also eure eigene Top 10, Top 5, Top 3 List oder euer Lieblingsskin und was ihr von meiner Liste haltet, die ich euch hier eben vorstelle. Vom Preis her kann man bei der Flashback, wenn man schön guckt, auch gut zuschlagen. Also hier kriegt man was ganz Hübsches für 1 €. Ja, ich denke, Einsatz erprobt sieht auch noch geil aus, 69 Cent, geht, ja, in Steady Track, ich glaube da oben, hier ist einer in Steady Track, 3 €, Die Leaded Glass liegt auf meinem 9. Platz, die habe ich zwar selbst, glaube ich, noch nie gehabt oder an jemandem gesehen, trotzdem gefällt sie mir sehr gut. Und der Preis geht eigentlich auch dafür, dass der Skin wirklich nicht schlecht aussieht, hier 2 €, 4 €, mit Steady Track 6 €, 22, 33, in Fabrik neu, Wear 0,2. Auf dem 8. Platz liegt hier der erste Gold-Skin oder goldene Skin. Es gibt hier 2 oder 3, 2 glaube ich. Gold ist jetzt nicht so meine absolute Lieblingsfarbe. Trotzdem ist hier eine Schlange drauf, die ganz cool aussieht. Und das ganze Ding sieht im Gesamten auch nicht schlecht aus. Ja, so ist es nicht. Vom Preis bin ich auch nicht wirklich ein Fan. Also die ist schon, die kann happig werden mit 155 € hier in FN mit Stat-Track. Und dafür, dass sie mir halt nicht so absolut gut gefällt, ist es schon krass. 500 €. Boah. Der 7. Platz ist belegt mit der Mecha Industries. Hier leider mit Dingern drauf. Warte mal. Hab ich die nicht? Nee, Schüssel. Mecha Industries, die Skin-Reihe kennt man ja. Hat man eben gesehen. Deagle, Farmers. Sieht gut aus. Weiße Skins sind ja immer beliebt oder sehr helle Skins sind irgendwie recht häufig gerne gesehen. Was soll ich denn großartig dazu sagen, ne? Lecky. Der Preis ist hier auch wieder etwas höher, wobei man natürlich auch nicht vergessen darf, dass wir jetzt hier halt bei der M4A1S sind. Die Main-Waffen sind natürlich generell etwas teurer im Grunde als jetzt eine MAC-10 oder irgendwie sowas. Da würde ich auch direkt noch eine Frage an alle stellen. Und zwar, was glaubt ihr, wird öfter gespielt? Die M4A1S oder die M4A4? Ich sage mal, ich glaube, die Frage ist echt schwierig. Ich glaube jetzt einfach, so bei uns wird eher M4A1S gespielt. Oh, das ist schwierig. Ich mache eine Abstimmung. Ich mache eine Abstimmung rein und dann sehen wir es ja. Da oben ist das I, da kann man abstimmen. Die Icarus Fell ist ein sehr schickes Gerät und liegt auf dem Platz Nummer 6. Die Farben, wie das hier eintaucht und so ein bisschen vor sich rumsprenkelt. Geil. Hatten wir, glaube ich, noch nie in einem Giveaway. Wird langsam mal Zeit, auf jeden Fall. Aber haben wir, glaube ich, letztes Mal auch gefragt, ne, wer alles Blauliebhaber ist. 1, 2 Leute haben sich da direkt gemeldet. Da würde das Ding gut reinpassen. Der Preis ist schon crank, also hier ist keine im einstelligen Bereich vorne. Ja, bei 30 € fängt es an und geht dann hoch. Stark hoch. Aber die sind auch alle irgendwie fabrikneu, oder? Ist hier einer dabei, die nicht... Hier ist eine Minimalware. Sonst sind alle FN. Und jetzt wird es wahrscheinlich etwas kontrovers. Platz Nummer 5. Ich weiß, eben habe ich gesagt, dass mir Gold nicht gefällt. Ja, das stimmt. Darum ist sie auch nur auf Platz 5 und nicht weiter oben. Hätte man hier eine andere Farbwahl getroffen, dann wäre sie auf jeden Fall noch ein gutes Stück weiter oben. Die ist schön flashy, also etwas zu flashy durch das Gold eben. Also sie leuchtet ja richtig, wenn man das Ding spielt, da wirst du instant entdeckt. Sie ist sehr dick aufgetragen, also für mich auch zu dick. Ne? Wenn sie etwas dezenter wäre und vielleicht das goldene Schwarz wäre oder ein dunkles Blau oder sowas, dann würde die Sache wieder ganz anders aussehen. Ich mag ja an sich Skins, die sehr kräftig sind und die ist, also kräftiger geht's, glaube ich, gar nicht. Auch die Rottöne und dieses rosa, lila, wie auch immer, pink, die ist insgesamt sehr stark. Preismäßig kann man die, wenn man eine schicke will, schon hier im zweistelligen Bereich anlegen. 15 € für FT. Muss man mal schauen, ob einem das dann noch zusagt. Das hier wäre die jetzt in Field testet. Ja, also die paar Kratzerchen hier, nicht tragisch. Platz Nummer 4. Da liegt die M4A1S Cyrex. Die kennt, denke ich, jeder. Ist ein sehr solider Skin. Gibt's auch für die USPS und für... Das war's?
Die bin ich ganz sicher. Ich glaube, das war's. Die Cyrex-Skins haben mir schon immer sehr gut gefallen. Die haben irgendwas Besonderes an sich. Ich denke, es ist einfach die Farbkombo, die das Ganze für mich so lecker macht. Wobei nicht nur die Farbkombo, sondern auch der Preis angenehm ist. Also wenn man hier mal reinschaut, im Minimum wäre für 7 Euro Crikey, 11 Euro in FN. Also hier kann man sich schon eine schöne zusammenschrotteln für 6, 7 Euro und hat dann trotzdem wirklich was in der Hand. Jetzt kommen die ersten drei Plätze und wer hier nicht weiß, was auf meinem ersten Platz ist, der ist wahrscheinlich noch nicht lange dabei. Ihr könnt natürlich trotzdem gerne raten, was ich hier stehen habe. Ich beginne einfach mal. 3, 2, 1, los geht's. Die absolute Tron-Waffe hier mit der Dezimator auf dem dritten Platz. Als die eingeführt wurde oder ich davon erfahren habe, ich glaube, da haben wir gerade Cash gespielt oder sowas. Und ihr meintet, ey, es gibt eine neue Case, guck dir mal die M4-1S an. Da war ich direkt so ein bisschen verschossen, wortwörtlich. Ich mag Tron, die Waffe gefällt mir, die erinnert mich voll daran. Geil. Und der Preis ist auch sehr edel, FN. 8,60 Euro. Guck mal, du kriegst hier einen Stat-Track in Einsatz erprobt für 10 Euro. Lecker Schmecker für Spaßentdecker, ganz klar. Zweiter Platz, Nightmare. Ultra Schmecki. Oh, bei dem Teil kann man sich überhaupt nicht beschweren. Die ist durch die Bank weg, einfach sick. Und der Preis ist absolut sick, dafür, dass es so ein geiler Skin ist. Man würde erwarten, dass der bei 30, 40 Euro Minimum liegt. Guck mal hier, 3,55 Euro, zack, eingekauft, buff. Aber was ist jetzt auf dem ersten Platz? Er hat gemeint, das wäre so einfach, aber was ist da? Das ist doch ganz klar, Leute, die Hyperbeast, hallo? Also bitte, was ist das für eine Frage? Also wenn das Ding nicht schick ist, dann weiß ich auch nicht. Die ist zwar so ein bisschen zerrobbt, okay, wow. Aber die sieht so edel aus. Ich bin einfach nach wie vor verschossen in die Hyperbeast-Skins. Das ist halt einfach so, du kannst nichts machen. Da machst du einfach nichts. Wie gesagt, jetzt hier bei mir ein bisschen abgerissen, aber Hop in Set-Tracks sind ja auch gar nicht mal so günstig. Wie man hier sehen kann, aber wobei mittlerweile... Ultra sicker Skin. Holt euch jeder mindestens eine Hyperbeast. Das ist ein Muss. Und da sind wir auch schon wieder durch mit der Top 10. Vergesst den Stream jetzt um 22 Uhr nicht. Wird wieder sick. Ich weiß, die ersten 3-4 Minuten hier am Anfang des Videos hatte ich die Klimaanlage an. Ich hoffe, ich kann das rausfiltern, weil die sehr laut ist. Aber ich habe es nicht gemerkt. Dumm gelaufen. Vielen Dank für die Likes, vielen Dank für die Kommentare und natürlich ein ganz großes Dankeschön an meine Kanalmitglieder und die Patreons. Ach gut, Leute, ihr seid so süß. Dog, Schäkel, ach, der Orgraf, gucken da oben, okay.